Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Oh, ein Zuglevel. Ich fühle mich gerade wieder ein bisschen nach Uncharted zurückversetzt. Da hatten wir ja zum Schluss dann auch wieder so eine schöne Zugfahrt. Nur, dass der Bösewicht damals nicht mutiert ist. Das haben wir bei Resident Evil halt ein bisschen öfter. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass diese Zugjagd, sag ich jetzt mal, schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Habt ihr jetzt was? Ja, ist nicht so viel, ne? Ja, gut. Wir brauchen nicht unsere ganz schwere Munition drauf verballern, weil der große Endkampf, der kommt später. Er darf nicht entkommen. Ja, das ist das sagt so. Wir beenden das jetzt. So. Gibt's hier noch irgendwo so ein Knöts? Ich gehe ein bisschen langsamer, weil vielleicht ist ja aber das Rad hier doch irgendwo, oder ein Rad. Hm. Du solltest die Tür öffnen, Leon, und nicht dagegen rennen. Jung. Sehr abwechslungsreich gerade hier, so die ganzen. Wir kriegen sie, Simmons. Okay, Pistolenmunition ist schon wieder. Dass sie für ihre Taten büßen. Ist ich? Oh, schade, jetzt kann ich wieder nicht. Moment. Kann ich die eigentlich auch noch nachladen? Ah, das geht. Oh, geil, dann nehme ich den jetzt natürlich mit. Kombiniere das auch noch. Ich wusste nicht, dass ich da mehr als 6 reinpacken kann. Dann nehme ich natürlich auch die noch mit. Klar. So, einmal Rückblick. Da liegt ja noch was. Da hier übersehen. Na, Mensch. Happy steht auf Horst liegen lassen, du. Okay, und noch ein weiteres Abteil. Vielleicht ist ja hier drin mal so eine. Ne, ist nicht. Gut. Also ich gehe fast davon aus, dass hier noch irgendwo so ein Emblem auftaucht. Ah? Hoch mit dir. Ziehst du mich hoch? Ja, sehr schön. Okay. Dann geht's jetzt, glaube ich, mit dem ersten Showdown los. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das? Was sie wollen. Sie Narren, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Ja.
zurück! Flieh zurück. Wir sind zu nah dran. Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Sie sollen verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Uiuiuiui. Oh, haut ab. Tja. Ja, und jetzt? Laufen wir mal ein Ründchen, ne? Also, er krabbelt da oben jedenfalls irgendwo rum. Mist. Verschlossen. Was? Wieso? Jetzt nicht mehr. Tür ist auf. Ne, wo ist er denn? Ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Ach, da ist er ja. Nur nachladen hier. Ah, oh, das ist ja rumjaulen hier. Sind die Insekten verängstigt und schwach. Ja, ich komm schon. Und wieder so oben. Na, da geht's hoch. Roger! Helena! Roger! Was schreit er sie denn an? Helena! Entschuldigung, ich wollte gerade nicht so laut sein. Helena, helfen Sie mir! So, da ist er wieder, der Hühnerschrecke. Ach, jetzt kann er da runter. Nicht wahr. Oh, Muni. Vielleicht kommt er gleich wieder hoch. Oh, hier liegen richtig viele Sachen rum. Geil. Tja, muss ich wieder runter? Ada, da! Und weg ist er wieder. Wäre schon gut, wenn er irgendwann wieder hochkommt, ne? Da kommt er doch. Ah. War das schon alles? Nein, kriegst noch ein paar. Steckt eine ganze Menge ein, du. Ich laufe doch mal ein bisschen rum und sammle ein bisschen Muni ein. Oh, erster Hilfespray, dankeschön. Wobei, wahrscheinlich ist die Munition jetzt erst wieder unten gespawnt, aber... Da kommt er ja. Na komm. Okay.
Das dürfte Elena, die erste Runde gewesen sein. Ist er tot? Nee. Bestimmt nicht. Leon! Leon, alles okay? Das muss Einbildung sein. Leon, da! Er will zu ihm! Runter vom Zug! Ich lenke ihn ab! Leon, hier rüber! Ich werde sie beide vernichten! Leon, schnell! Ach so. Ich frage mich gerade, wie ein Maschinengewehr wachsen kann. Ich treffe ihn da gar nicht, ne? Da muss ich. Hubala. Der ist aber hart. Oh, es passiert was. Oh. Tag. Heftig, heftig. Ach, Gott, ich hab... Hui. Stabilität zurückerlangen. Ja, irgendwie ist schon ganz cool, aber wenn ihr glaubt, das war's schon, ne? Nee, nee, also, ich will ja nichts spoilern, ne? Aber Simmons ist doch nicht tot. Es wird noch weitergehen, Leute. Aber es ist schon ziemlich abgedreht, ne? Das muss man schon sagen. Obwohl der Kampf an sich gar nicht schlecht war. Jo. Dieses Geräusch. Ich mag das. So, ich glaube. Ja, Moment. Ich wollte eigentlich gerade meine Waffen sortieren. Ist es vorbei? Keine Ahnung.
Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Er hat gerade gleichzeitig gesprochen und gestöhnt. Habt ihr das gehört? Es gibt hier keine Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Warum invadiert ihr? So. 9 Meter wissen wir mehr. Jeden Moment kann das Chaos ausbrechen. Das war eine wichtige Szene gerade, ne? Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ortet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake! Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon! Leon, wo bist du? Chris! Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Und wieder mal ein neues Raccoon City. Ja, Ende des 4. Kapitels, aber ich glaube, das war noch nicht alles. Ja, immer noch ein B-Ranking. Harter Kampf im Reich der Mitte, so sieht's aus. Genauigkeit ist immer noch gesunken. Aber ich finde trotzdem, dass der Bosskampf, sag ich mal, ganz gut verlaufen ist. Kann ich mich eigentlich gerade nicht so beschweren. So, wir gucken mal weiter. Vielleicht können wir sogar noch was upgraden. Wir haben 19.000. Naja, das bringt uns nicht wirklich was. Schade. Aber ich möchte eigentlich Verteidigung. Ja, schon, ne? Nahkampf könnte ich noch. Ich würde halt ganz gerne die kritischen Treffer durchschlagen. Ist durchschlagen, denn, mal was gucken. Auf Nahkampf bezogen? Nee, von Schusswaffen. Geringfügige Erhöhung, aber auch nur. Ja, ich mach das mal und dann. Das, was ich an Verteidigung habe. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Dann möchte ich das auch auswählen. Auswählen? Wie geht das jetzt nochmal? Ausrüsten. So, dann mal Schusswaffe, kritischer Treffer und durchschlagen. Ja, ich glaube, das ist so ganz gut. So machen wir das jetzt. Gerade jetzt zum Schluss hin, denke ich mal, könnte das ein bisschen sinnvoller sein als das Verteidigungsding. Weil ich musste komischerweise jetzt gerade bei dem Kampf auch nicht viel einstecken. Es war eher so, dass ich... Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ganz gut Schaden gemacht habe. Vielleicht habe ich... Ja, vielleicht habe ich einfach nur tatsächlich mal ein bisschen besser getroffen als sonst. Obwohl, eine Genauigkeit war ja trotzdem bei 55%. Aber jetzt Leon, sind wir, glaube ich, im letzten Kapitel. Leon, alles klar! Ja, aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Ah!
zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Das ist Owen Weskers Sohn. Wesker? Chris. Er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Aber ich denke mal, dass sie nur eine Ada Wong Kopie getötet haben. Ich glaube, das ist die echte Wahl. Passt nicht. HQ und Echo, Bericht. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kenne, wie gesagt, nur das erste Szenario. Was sind Sie beide da? Wir müssen evakuieren. Los! Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Das scheint dasselbe Gas wie in Tall Oaks zu sein. Ja, wieso ist es auf einmal jetzt hier sicher? Wir versuchen es zu kontrollieren, aber... Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. In ja. Ordnung, dann los. Ja, ich find's halt gerade nur merkwürdig, weil das wird doch durch die Luft übertragen. Das ist doch ein Gas, was sie da ausgesetzt haben. Warum sind wir denn nicht davon betroffen? Weil wir atmen doch die gleiche Luft ein wie die Menschen hier gerade. Oder was verstehe ich da jetzt nicht? Ja, weg vom Gas. Sorge.